Ja, ich darf an dieser Stelle mal wieder alle herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass wir heute zu unserem zweiten Teil hier sein dürfen. Ein spannendes Thema, der Fahrplan der Weltgeschichte und die Bibel. Was sagt Gottes Wort über Dinge, die auf uns zukommen? Und wir haben gestern Abend schon etliches gefunden, wo wir sehr eindrucksvoll sehen konnten, dass die Heilige Schrift viele Aussagen getroffen hat über kommende Ereignisse, die sich ganz real in der Geschichte erfüllt haben. Und wir haben gesehen, dass die Bibel und ihr gerade auch das prophetische Wort der Bibel sich bis heute als absolut zuverlässig erwiesen hat. Und dass, wenn wir sehen, dass ein großer Teil dessen, was die Propheten, was der Herr Jesus selber vorhergesagt hat, präzise bis heute in Erfüllung gegangen ist, dass wir wohl kaum ein Argument haben, einen Grund haben anzunehmen, dass die verbliebenen Ereignisse, über die die Heilige Schrift redet, nicht erfüllt werden würden. Also wir haben viel Grund dazu, Gottes Wort und das prophetische Wort der Schrift ernst zu nehmen. Aber ihr Lieben, warum hat Gott eigentlich die Menschen darüber informiert, über Dinge, die auf uns zukommen? Zum einen wollte Gott wirklich ganz deutlich uns dokumentieren, dass er selber es ist, der das Steuer der Weltgeschichte in der Hand hält. Und das Zweite ist, dass er uns Menschen liebt. Er liebt uns Menschen und hat uns wissen lassen, was er tun möchte. Der Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern ein interessantes Wort in Johannes 15. Er sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte oder Sklaven, obwohl wir dem Herrn der Herren gegenüber definitiv maximal Knechte sind. Aber der Jesus sagt von sich aus, ich will euch nicht so nennen. Und dann gibt er in Johannes 15 eine wunderbare, bemerkenswerte Begründung. Er sagt, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ein Knecht, was hat ein Knecht, ein Sklave zu tun? Die Befehle auszuüben. Wenn der Herr sagt, mach das bitte, dann hat er nicht lange zu fragen, wieso oder warum. Ja, wenn der Chef sagt, das muss laufen, dann können wir auch nicht rumdiskutieren, ob das wirklich laufen muss und warum das laufen muss. Das muss dann eben laufen. Aber der Herr Jesus sagt, ich nenne euch nicht so, sondern er sagt, wie will der Herr Jesus uns nennen? Wie hat er seine Jünger genannt? Er hat gesagt, ich nenne euch Freunde. Denn ich habe euch den ganzen Ratschluss kundgetan. Also mit Freunden, mit Vertrauten redet man über die Dinge, die man plant. Und wenn Gott uns sein prophetisches Wort mitteilt, dann möchte der Herr Jesus damit klar machen, ich wünsche mir, dass die Menschen mit mir in ein vertrautes Verhältnis kommen. In ein Verhältnis, wo ein Verständnis erwächst über die Gedanken Gottes. Gott hat ein Bedürfnis nach Gemeinschaft mit uns und hat ein Bedürfnis, sich mit uns mitzuteilen. In seinem Wort, durch seinen Geist. Und damit das überhaupt passieren kann, genau das war der Grund, warum der Herr Jesus selber die Herrlichkeit Gottes verlassen hat, Mensch wurde, ans Kreuz ging und für meine Schuld, für deine Schuld, mit seinem eigenen Blut und Leben bezahlt hat. Damit eine Beziehung zwischen uns und Gott wiederhergestellt werden kann, die geprägt ist von maximaler Nähe und Vertrautheit. Gott lädt uns ein in seine vertraute Nähe. Und weil das so ist, darum wollen wir uns auch heute wieder neu Zeit nehmen, hinzuschauen, hinzuhören, was Gott uns mitteilt. Und ihr werdet hoffentlich mit mir erstaunt sein, wie aktuell die Bibel ist, in unsere Zeit hineinredet, wie aktuell.
Ich habe einiges heute vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt Kapazität mitgebracht. Ich denke, es sind auch nicht zu oft Gelegenheiten, wo man solche Themen wie diese miteinander bewegt. Aber ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, uns möglichst viele und möglichst fundierte Informationen an die Hand zu geben. Ja, wir steigen ein in unser Thema und ich möchte ein Wort lesen aus dem 2. Thessalonicher Brief. Ein sehr bemerkenswerter Abschnitt, das sagt der Apostel Paulus: Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch erschreckt, weder durch Geist noch durch Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart werde, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Wer das ist, das werden wir uns nachher anschauen. Der Titel heißt ja, die kommende Weltdiktatur. Wir werden gleich uns das näher anschauen. Nun, erstmal sagt uns dieser Text etwas über die Ziellinie der Geschichte. Und das finden wir im oberen Teil. Es geht um die Ankunft des Herrn. Wir haben das gestern ausführlich betrachtet, wie viel der Herr Jesus mit seinen Jüngern gesprochen hat darüber, dass er in den Himmel gehen würde. Und das hat er gemacht. Und dass er wiederkommen wird. Der Herr Jesus wird auf diese Erde wiederkommen. Zu 100%. Und die Bibel sagt, jedes Auge wird ihn sehen. Das wird vor keinem verborgen bleiben. Und das Zweite ist, dass es Menschen gibt, die dann mit ihm versammelt werden. Und das ist ein wesentlicher Grund, warum wir uns gemeinsam unter Gottes Wort stellen, warum wir gemeinsam auf Gottes Wort hören. Denn wenn der Herr Jesus wiederkommt, ihr Lieben, ich will mich auf diesen Tag freuen können. Ich will wissen, dass ich zu denen gehöre, die Jesus mit sich versammeln wird, vereinen wird. Zu denen will ich gehören. Ich hoffe, du auch. Und dann sagt er aber, passt auf, es gab damals Menschen, die sagen, ah, Jesus kommt ganz bald. Er kann jeden Moment kommen. Es klingt irgendwie gut. Und trotzdem lehrt die Schrift das nicht. Dann die Schrift lehrt, nein, er kommt nicht so bald, sondern es gibt einen Fahrplan. So wie der bei der Deutschen Bundesbahn. Okay, und wenn der Zug noch in Wissen ist, dann kannst du wissen, wann ein Betzdorf ist zum Beispiel. Okay, so. Und so einen Fahrplan gibt es in der Bibel. Einen prophetischen Fahrplan. Und Paulus sagt, schau doch mal, da muss am Ende noch etwas alles Entscheidendes passieren, bevor Jesus wiederkommt. Und heute reden wir über Dinge, die in unserer Gesellschaft passieren und die wir sehen und begreifen können und die davon Zeugnis geben, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Und das nennt die Bibel erstens den großen Abfall und zweitens den Mensch der Sünde, den Sohn des Verderbens. Der Jesus, das ist der Sohn Gottes. Und der Sohn des Verderbens ist, wie wir gleich sehen, das ist buchstäblich der Sohn des Satans. Die Inkarnation des Teufels selber wird mit einer gigantischen Verführungsmacht am Ende der Tage auftreten. Die Bibel nennt diesen Sohn des Verderbens in einer anderen Stelle mit dem bekannten Begriff Antichrist. Also der gegen Christus stehen wird oder der sich anstelle des Christus ausgeben wird. Genau. 1. Timotheus 4,1 sagt, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden. Ihr Lieben, es gibt verschiedenen Abfall. Es gibt einmal einen gesellschaftlichen Abfall, wo Menschen ihren, ich sag jetzt mal, Bezug als Geschöpfe zu ihrem Schöpfer endgültig aufgeben.
Aber es geht noch mehr und es gibt noch dramatischer. Und das Dramatische ist, dass Menschen nicht von irgendeiner entfernten Beziehung zu Gott endgültig Gott den Rücken kehren, so wie wir das im Moment auch in unserer Gesellschaft ganz deutlich sehen können, sondern hier geht es noch um mehr, geht es um Menschen, die definitiv vom Glauben abfallen werden. Das ist das, was wir gestern Matthäus 24 gelesen haben, wo der Jesus sagt, der Teufel versucht nach Möglichkeit sogar die Auserwählten zu verführen. Das haben wir gestern Matthäus 24 gelesen. Das heißt mit anderen Worten, die Herausforderung dieser Endzeit, die größte Herausforderung ist die Gefahr von Verführung. Deshalb hatte auch der Jesus in Matthäus 24 auf die Frage der Jünger, wann ist denn die Zeit deiner Wiederkunft? Woran erkennen wir, dass du wiederkommst? Dann hat der Herr Jesus als allererstes nicht von irgendwelchen Katastrophen geredet, nicht von irgendwelchen politischen Umbrüchen und Ereignissen, sondern er hat als allererstes gesagt, sehet zu, dass euch niemand verführe. Denn eines, und das habe ich gestern Abend gesagt, ich möchte es nochmal wiederholen, eines ist Fakt. Katastrophen sind etwas Schreckliches und Kriege sind auch etwas Schreckliches. Und wir können infolge von Katastrophen und Kriegen unser Leben verlieren und das ist schrecklich. Aber Verführung ist schrecklicher, denn da verlierst du nicht dein Leben, da verpasst du die Ewigkeit. In der Verführung wirst du um den Preis deiner Seele betrogen und das ist viel schlimmer als ein vorzeitiges Abscheiden von dieser Welt, wo ich die Ewigkeit zubringen werde. Glaub mir, die Frage ist um Welten wichtiger als die Frage nach Krieg und Katastrophen. Phase 1, der große Abfall von Gott. Damit beginnt sozusagen, oder das dominiert die Endzeit. Und ich lese in Lukas 17, Vers 26 bis 30. Und gleich wie es in den Tagen Noahs geschah, also wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heiraten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, der Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Gleicherweise auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom ausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und er brachte alle um. Desgleichen wird es an dem Tage sein, der der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Also Jesus selber sagt, die Endzeit wird geprägt sein, so wie es in der Geschichte schon mal war. Das ist ganz interessant. Der Prediger schreibt nämlich, dass das, was in der Zukunft sein wird, ist das, was in der Geschichte gewesen ist. Das heißt, wenn wir die Geschichte kennen, begreifen wir auch das, was Jesus über die Endzeit redet. Und er sagt ganz klar, Leute, es gibt zwei Zeitepochen in der Menschheitsgeschichte, die sind Zeichensetzen für die Endzeit. Einmal die Zeit Noahs und einmal die Situation und die Zeit von Sodom und Gomorra. Nun, schauen wir uns das einmal an. In 1. Mose 6 sind uns die Tage Noahs beschrieben. Was charakterisierte denn die Tage Noahs, wenn der Jesus sagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs? Ganz einfach. Und Jahwe sah, dass es Menschenbosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Also die Zeit Noahs war eine Zeit, die war geprägt von massiver Gottlosigkeit, von Gesetzlosigkeit. Jeder macht, was recht ist in seinen Augen. Aber auch eine Zeit geprägt von Kriminalität, von Unruhe, von Gewalt, von Egoismus, vom Recht des Stärkeren. Also eine brutale Gesellschaft, eine kalte Gesellschaft. Das Zweite ist, in beiden Zeiten wird gesagt, die Leute haben einfach gegessen, getrunken, geheiratet. Na, was ist denn Schlimmes an Essen, Trinken und Heiraten? Natürlich ist ja nichts Schlimmes dran, aber das meint auch der Geist Gottes hier nicht. Sondern er meint, dass die Leute einfach nur völlig gedankenlos, ohne an die Zukunft, ohne an die Konsequenzen ihrer Lebens
Haltung, ihrer Art zu leben, zu denken, gleichgültig in den Alltag gelebt haben. Einfach essen, trinken. Interessanterweise, ich habe im Prophet Jesaja einen schönen Vers gefunden, Jesaja 22, Vers 13. Da klagt Gott über die Gleichgültigkeit seines Volkes dort in Jesaja. Und er sagt, die sagen so, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also das Lebensmotto heißt, komm, wir nehmen uns mit, was das Leben uns gibt. Wir müssen ja sowieso sterben. Aber das Fatale ist, an dieser Haltung, essen, trinken, heiraten, verheiraten, kaufen, verkaufen, einfach weitermachen, als wenn alles normal ist. Das ist eine Lebenshaltung, die ausdrückt, dass das, was hier passiert auf dieser Erde, das ist alles. Wir sterben. Zwei Meter unter der Erde, dann ist Schluss. Haben viele Menschen schon gesagt. Nein, die Bibel hat gesagt, nicht sterben und Schluss. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Danach wird Gott Rechenschaft fordern von jedem Menschen. Und das, darum ist diese Endzeit eine Zeit, sagt Herr Jesus, der äußeren Gleichgültigkeit. Man lebt einfach nur noch im Konsumdenken, einfach nur noch in den Tag hinein nach, man würde heute sagen, nach Lust und Laune. Und das Dritte ist, es wird sein, eben wie in Sodom. Ihr Lieben, Sodom und Gomorra hat solche Zeichen gesetzt, dass wir sogar heute Begriffe für extrem unmoralisches Verhalten haben und nennen das zum Beispiel Sodomie. Kommt von Sodom. Also gräuliche, schreckliche, unmoralische Dinge. Und damit sagt der Herr Jesus, Unmoral und Sünde, Sodom und Gomorra, wie man so schön sagt, sprichwörtlich, würde am Ende der Tage das gesellschaftliche Leben bestimmen. Nein, vielleicht sind wir hier am Westerwall etwas behütet, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man muss nicht weit gehen und man sieht, wie moralisch entwurzelt unsere Gesellschaft lebt. Wird einem Angst und Bange. Sodom und Gomorra. Buchstäblich. Ja, jetzt möchte ich gerne einen kleinen Rückblick mit euch machen auf gestern Abend, weil ich finde das so bemerkenswert, wenn wir jetzt dieses Bild sehen, was der Geist Gottes über die Endzeit uns zeichnet. Unmoral, Abfall von Gott, Gottlosigkeit, Gleichgültigkeit, dann möchte ich nochmal auf eine Grafik zurückkommen, die ich euch gestern Abend gezeigt habe, wo der Jesus über Naturkatastrophen gesprochen hat. Und ich hatte euch damals, gestern Abend, diese Grafik gezeigt, wie die Entwicklung der Naturkatastrophen in den letzten 100 Jahren gewesen ist. Und wir haben gesehen, dass es ungefähr bis Mitte des 20. Jahrhunderts in etwa relativ, es gab immer Katastrophen, es gab immer Erdbeben, immer Überschwemmungen, es gab immer irgendwas, was, auch mal Ausreißer. Aber die Entwicklung, wie ihr seht, war relativ konstant. Und dann, ab Mitte des Jahrhunderts, auf einmal stiegen die Zahlen abrupt an. Aber was mir dann aufgefallen ist, dass dann ungefähr ab Ende 60, Anfang 70er Jahre die Kurve plötzlich noch einmal ein Stück steiler wurde. Und ich glaube und bin mir sicher, dass tatsächlich ein prophetischer Aspekt hier sichtbar wird. Ich will euch das mal zeigen. Gestern Abend haben wir Lukas 21 betrachtet. Da haben wir gesehen, dass Gott selber ein Zeichen gegeben hat, wann die letzte Phase der Weltgeschichte beginnen würde. Er hatte nämlich in Lukas 21 gesagt, wenn, oder umgekehrt gesagt, Jerusalem wird von den Nationen, von den Völkern zertreten werden, bis dass diese Zeit zu Ende ist. Also mit anderen Worten, er hat gesagt, die Zeit der Nation endet damit, wenn das rechtmäßige Volk Israel zurückkommt in sein Land. Interessanterweise, das geschah 1948 und merkwürdigerweise, Zufälle gibt es ja, genau an diesem Punkt, als dieses Volk Israel zurück in sein Land kommt, einen Staat gründet und damit nach Lukas 21 eigentlich den Startschuss zur letzten Phase der Weltgeschichte gegeben hat, merkwürdigerweise steigt mit diesem Jahr auch die Anzahl der Katastrophen stetig an.
Aber jetzt kommt ein zweites merkwürdiges Ereignis dazu und das ist 1967. Und 1967 war ein zweiter Meilenstein in der prophetischen Geschichte Gottes, nämlich da wurde der Tempelberg und Jerusalem befreit. Das heißt, dort sind dann die Israeliten, die Juden, auf den Tempelberg zurückgekommen und sind seitdem rechtmäßige Besitzer des Tempelbergs. Und merkwürdigerweise merken wir jetzt nochmal was ganz Seltsames. Genau ab diesem Datum steigt die Kurve der Naturkatastrophen, die Jesus angekündigt hat, nochmal steiler an. Jetzt könnte man sagen, das war jetzt ein Zufall. Ich glaube nicht so viel an Zufälle, ich glaube mehr an die Schrift, an meinen Herrn, dass er einen Plan hat in dem, was er tut. Aber bemerkenswerterweise, aber jetzt wird es noch spannender. Wir haben eben gesehen, dass Jesus gesagt hat, diese letzte Zeit wird geprägt sein von einem großen Abfall, dass Menschen im großen Stil sich von Gott, seinen Werten, seinen Maßstäben abwenden werden. Und jetzt schaut er mal, was passierte. Wo ist eigentlich kulturell der Punkt gekommen, wo die Werte unserer Gesellschaft im Westen, die noch relativ stark von christlichen Werten, von Gottesfurcht, auch wenn die Menschen nicht gläubig waren, aber sie hatten doch eine gewisse Gottesfurcht, einen gewissen Respekt dem Schöpfer gegenüber, wann ist das denn passiert, dass genau diese Grundhaltung in unserer Gesellschaft gekippt wurde? Schauen wir uns an. 1968, Kulturrevolution. Dort gingen Menschen, zunächst ging das ja der Impuls von China aus und dann schwappte das hier in den Westen, und Menschen gingen zu Tausenden auf die Straßen, Autos brannten, Schaufenster wurden eingeworfen und das Credo war ganz klar, wir werden jetzt die alten Zöpfe abschneiden, wir werden neue Werte und eine andere Gesellschaft einführen. Man hat sehr, sehr bewusst damals jeden Gottesbezug in der Gesellschaft in Frage gestellt und eine politische und kulturelle Entwicklung angestoßen, an deren Ziel wir heute fast angekommen sind. Infolgedessen haben wir eine Fülle von Gesetzesänderungen, die gekippt wurden. Der Blasphemie-Paragraph wurde gekippt, andere Verbote und moralische Grenzen, die der Gesetzgeber noch gegeben hat, die wurden alle nacheinander gekippt. Und die Gesellschaft hat sich von da an rasend schnell von jedem Gottesbezug entfernt. Heute sind wir da, wo wir stehen. Da werden wir gleich uns die Sache ein bisschen näher anschauen. Aber seltsamerweise ist es so, wir können natürlich wieder sagen, dass es Zufall ist, dass diese Termine zusammenfallen, beides sozusagen prophetisch aussagekräftige Ereignisse. Und mit diesem Termin steigt seltsamerweise die ebenfalls prophetisch angekündigten Kurve der Naturkatastrophen noch steiler an. Zufall? Keine Ahnung. Ich finde es hochinteressant, dass die Schrift sich eigentlich auch hier wieder deutlich bestätigt, dass das, was der Herr Jesus angekündigt und gesagt hat, definitiv Fakt ist. Und so sagt auch Paulus in 2. Timotheus 3, die ersten vier Verse, dieses aber wisset, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Man kann sogar übersetzen, greuliche Zeiten. Das heißt Zeiten, die von Gräuelsünden geprägt sind. Ihr Lieben, Sünden, die Gottes Wort ein Gräuel nennt. Ich darf die gar nicht hier sagen, dann geht es mir vielleicht wie dem Pastor Latzel am Ende oder so. Aber es ist so. Diese Dinge, die man früher im Verborgenen getrieben hat, die trägt man heute offen auf die Straße und brüstet sich dieser Dinge noch und ist buchstäblich dieser Dinge stolz wegen. Man nennt das sogar. Man hat sich einen Monat ausgesucht, wir gucken uns das gleich mal an, und sagt, in diesem Monat feiern wir unsere Freiheit von Gott, dass wir endlich völlig ungehemmt Sünde leben können. Und nennen diesen Monat Pride-Monat. Stolz, selbstbewusst. Ihr Lieben, das ist der Geist des Antichrist, der sich bewusst gegen alles, was Gott gesetzt hat, auflehnt und stolz dabei ist. Wir schauen weiter. Was kennzeichnet diese letzte Zeit? Schwere Tage. Die Menschen werden eigenliebig sein. Naja, würde sagen, egoistisch. Jeder denkt nur noch an sich. Jesus hat in Matthäus 24 gesagt, die Liebe wird erkalten.
Geld lieben. Geld regiert die Welt. Ihr Lieben, ihr müsst weit darüber nachdenken, dass der größte moralische Maßstab der Gesetzesgebung mittlerweile Geld ist. Die Frage ist, was kostet etwas und was bringt etwas? Oder lästernden Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben, Verräter verwegen. Und jetzt, wo ich hinauskommen möchte, diese letzte Formulierung, mehr das Vergnügen lieben als Gott. Vergnügungssucht. Gott steht komplett hinten an. Das ist sozusagen der moralische Fahrplan der Endzeit, den Paulus uns zeichnet. Wer hier unsere Gesellschaft nicht wiederfindet, weiß ich nicht. Ist eigentlich deutlich, muss man nicht länger erklären. Und ihr Lieben, das zeichnet genau diesen Abfall ab, über den wir eben gesprochen haben. Und deshalb gucken wir uns das mal an. Ich habe das eben gesagt, die Menschen feiern heute stolz ihre Gottlosigkeit. Ich habe mal gegoogelt, dieser Pride Month, das ist dieser Monat, wo Menschen zu Tausenden, Hunderttausenden mit wunderschönen farbigen Fahnen und sonstigen Sachen über die Straßen rennen und ihre völlige Gesetzlosigkeit und Hemmungslosigkeit offen feiern, ihre Sünde feiern. Und sie nennen diesen Monat, wo sie das so feiern, dass sie endlich diese lästigen Grenzen, die Gott in seinem Wort und seinen Geboten gesetzt hat, endlich abgeschüttelt haben. Und sie nennen diesen Monat Pride Month. Stolz. Ein Stolzmonat. Und Google, ich habe da mal gegoogelt, hat da gesagt, der Pride Month steht für Stolz, Toleranz und Selbstbewusstsein. Ihr Lieben, glaubt mir, Toleranz ist keine Erfindung der Neuzeit. Wir Christen waren immer tolerant. In dem Sinne, dass der Herr Jesus Christus nie jemand gewaltsam in irgendeiner Weise bedrängt hat, der Wahrheit zu glauben oder Menschen diffamiert hat oder irgendwie schlecht behandelt hat, wenn sie sich der Wahrheit nicht geöffnet hätten oder so. Wir haben ein Gebot und dieses Gebot heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es macht keinen Unterschied. Vielleicht denkst du, ja, aber nein, kein Aber. Jesus geht noch weiter. Er sagt, liebe sogar deinen Feind. Ihr Lieben, nein, wir haben gegen keinen Menschen was. Wir lieben jeden Menschen. Und wir lieben sogar unsere Feinde. Aber die Toleranz, die hier gemeint ist, ist nicht, dass wir Respekt und Liebe zu jedem Menschen haben, wie Jesus uns gelehrt hat. Sondern die Toleranz, von der hier die Rede ist, ist, wo Jesaja sagt, wehe denen, die das Gute Bösheit nennen und das Böse Gut nennen. Das ist die Toleranz, von der hier die Rede ist. Das ist eine falsche Toleranz. Das ist eine Toleranz, die die Menschen belügt. Und die den Menschen sagt, das war zwar immer schlecht, aber jetzt ist das sogar gut. Und wenn du dich sogar jetzt vor laufender Kamera mit dieser Sünde outest, dann bist du sogar ein Star. Dann setzt du gute Zeichen in dieser Gesellschaft. Das ist heute, merken wir was? Die Gesetzlosigkeit, die sitzt förmlich auf dem Thron der Gesellschaft. Das, was man früher im Verborgenen tat und nicht wagt, darüber zu reden, das geschieht heute in der Öffentlichkeit. Man feiert seine eigene Gottlosigkeit. Und das ist, wovon die Bibel gesprochen hatte. Und nie wurde dem Schöpfer Himmels und der Erde, der den Menschen als Mann und Frau schuf und nicht divers schuf, in einem so großen Umfang ins Angesicht widerstanden. Und das nennt die Bibel Abfall. Man hat die letzten Maßstäbe, die der Schöpfer seiner Schöpfung hinterlassen hat, einfach ganz stolz umgestoßen. Wir sind doch selber Gott. Wir definieren uns doch selber, wie wir leben wollen, oder? Und ihr Lieben, glaubt mir, Gott lässt sich nicht spotten. Und Gott sagt, er widersteht dem Hochmütigen und dem Demütigen gibt er Gnade. Und ihr Lieben, glaubt mir, dieser Stolz ist eine wesentliche Hürde vieler Menschen heute Gott überhaupt noch zu finden. Ihr Lieben, wer von sich selbst überzeugt ist und an sich selber glaubt, der wird nie zu einem lebendigen Glauben an Gott finden. Da könnt ihr mir ganz sicher gehen.
Eine interessante Sache. Ich fand das so krass. Das ist ein Screenshot. Guck mal oben, kennt ihr? Das ist ein Nachrichtenportal. Focus kennen die meisten. Da war genau in der Zeit, wo man in Berlin die Ehe umdefiniert hat. Der Schöpfer hatte die Ehe als eine verbindliche Einheit zwischen einem Mann und einer Frau definiert. Und plötzlich wusste man in Berlin besser, was Ehe ist. Und ich fand das so bemerkenswert, dass ich mir das festgehalten habe. Ich habe damals da, diese Seite aufgemacht, dieses vom Nachrichtenportal. Und gleichzeitig oben eine riesige Unwetterwarnung. Ein Unwetter wütet über Deutschland. 64 Kreise haben Alarmstufe Rot. Und gleichzeitig sitzt man in Berlin und definiert mal eben die Schöpfungsordnung Gottes ganz selbstsicher um. Jetzt kann man wieder sagen, ist auch wieder nur Zufall, dass das gerade so auf einen Zeitpunkt gefallen ist. Aber dass den Leuten das selber nicht mal zum Nachdenken gebracht haben, als sie ihre eigene Nachricht zusammengestellt haben, wundert mich schon ein bisschen. Also ich wollte damit sagen, Gott redet auch. Gott schweigt nicht zu dem gottlosen Treiben der Menschen und zu dem Abfall, der ganz offen in dieser Gesellschaft vollzogen wird. Diese offene und bewusste Abkehr von dem lebendigen Gott, von dem Schöpfergott. Gott schweigt nicht dazu, nicht um die Menschen zu ärgern, nicht weil er sich freut, wenn irgendwelche Keller volllaufen, ist ja Unsinn, sondern weil Gott einfach die Menschen noch mal zum Nachdenken einlädt, sagt, überlegt doch mal, was ihr hier tut. Diesen Regenbogen, der ist doch nicht keine Erfindung von Menschen. Gott hat doch den Regenbogen geschenkt. Warum? Also den Menschen seine Treue zugesichert hat nach der Sintflut. Da hat er den Regenbogen geschenkt. Und diese selben Menschen, die mit jedem Regenbogen an die Treue und Gnade Gottes denken sollten, nehmen dieses Symbol der Treue Gottes und machen es zu einem Symbol der Abkehr von Gott. Ihr Lieben, ist das kein Abfall, über den die Bibel redet? Also wenn das kein Abfall ist, was ist da noch Abfall? Ich finde, unsere Gesellschaft schreit es laut hinaus, wo sie steht. Dann kommt die zweite Phase der Endzeit und das ist dann weiter dieser Text aus Lukas 21, wo dann heißt, wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen oder Unruhen hören werdet, so erschrecket nicht. Auch schreckliche Ereignisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen. Und dann Vers 25, und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen, indem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Also, der vierte Punkt, wo die Bibel über den Fahrplan der Endzeit redet, heißt, es wird eine Zeit des Chaos sein. Infolge von Epidemien, infolge von Kriegen, das haben wir ja gestern Abend alles gesehen, ich schließe daran jetzt an, infolge von Katastrophen wird es Unruhe und Chaos geben. Das gesellschaftliche Leben wird in seinen Grundfesten erschüttert sein und die Menschen werden Schrecknisse, schreckliche Dinge erleben. Fünftens, und man wird sich zunehmend ganz bewusst positionieren gegen Menschen, die noch ein christlich-biblisches Werteverständnis vertreten. Ihr Lieben, beides können wir schon jetzt auch in den Medien immer wieder finden. Warum auch immer, aber wir sehen, dass die Medien ganz oft in ihrer Berichterstattung, wenn man dann auch Kommentare darunter liest, dass hier zunehmend eine Anti-Haltung gegen jede Form von christlichem Glauben sichtbar wird. Man will keine moralischen Eckdaten mehr in seiner Gesellschaft dulden. Und so sagt Jesus, das Ganze wird darin münden, dass man Christen und Menschen mit einem biblischen Wertesystem auch ganz offen anfeinden wird. Und der sechste Punkt ist Ratlosigkeit. Die Politik wird zunehmend überfragt werden mit diesem Chaos, mit den Problemen, mit den Folgen der Probleme.
Die werden nicht mehr ein- und auswissen. Und die Menschen werden infolgedessen, stopp, da war ich einmal zu schnell, werden sie Zukunftsängste haben. Ich frage euch, ist das unvorstellbar, dieses Szenario, oder kommt uns das schon nahezu bekannt vor, dass man in Berlin seit Monaten rumeiert und man schaut sehenden Auges in eine kommende Katastrophe hinein, überall wird davon gesprochen, was auf uns jetzt zukommt, was die Folgen der Entwicklung sind, in der wir ganz aktuell stehen, dass dieses System und diese Welt und diese Form, wie wir leben, sie wird zu 100% zusammenbrechen. Ihr werdet euch an mein Wort erinnern. Und die Politik redet offen darüber. Die Politik redet über eine Zeitenwende, in der wir stehen. Und was wissen sie dazu zu sagen? Wo sind die Antworten? Das, was heute Antwort, weiß Morgenschnee von gestern, die wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Wer vertraut eigentlich unseren Herren und Damen in Berlin? Ich habe eine Umfrage gesehen. Erschreckend, die meisten Menschen haben lange verstanden, die wissen auch nicht mehr, was man jetzt noch tun soll. Und das hat Jesus ganz deutlich gesagt. Ratlosigkeit, Zukunftsängste, das ist das, was das gesellschaftliche Leben am Ende prägen wird. Also zusammenfassend, ich habe das nochmal auf eine Folie gebracht. Gottlosigkeit, Bosheit, Gleichgültigkeit, Lust- und konsumorientierte Lebenshaltung, Unmoral, Sünde, Sodom, Gomorra werden normal. Daheraus wird immer mehr ein gesellschaftliches Chaos folgen, aufgrund von moralischer Entwurzelung und von allen Katastrophen und was noch dazu kommt. Und die Gesellschaft wird nicht nur sich letztlich von Gott abwenden, sondern sie wird sich auch gegen die Menschen stellen, die in irgendeiner Weise an Gott und Gottes Wort festhalten. Und der vierte Punkt, es wird Ratlosigkeit und Hilflosigkeit und Zukunftsangst sein. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was uns heute beschäftigt. Am Ende, wenn diese Phase 2 vollendet ist, wird am Ende der Sohn des Verderbens, der Weltenherrscher, der letzte Diktator der Weltgeschichte stehen. Das sagt die Bibel. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen näher an. Phase 3. Die große Lösung für all diese Probleme wird sein, eine Diktatur. Und wir werden die Probleme nicht national lösen können. Wir werden sie nur, das die Sprüche kennen wir ja schon seit Jahren, nur international lösen können, okay? 2. Thessalonicher 2,3, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und dann geoffenbart wird, worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Das heißt, ich habe es mal so formuliert. Ich glaube, wer so ein klein bisschen offene Augen hat, was heute passiert, den wird das ganz schnell einleuchten. Der Abfall von Gott und seinen Maßstäben und das daraus resultierende Chaos machen den Weg frei für eine große, allumfassende Lösung, und zwar für eine neue Weltordnung. Habt ihr das schon mal gehört? Nein, kein Mensch redet von der neuen Weltordnung, oder? Alle reden von der neuen Weltordnung. Die Zeitenwende verbindet sich mit einer neuen Weltordnung. Und ihr Lieben, und wenn ihr euch die moralischen Eckdaten dieser neuen Weltordnung mal anschaut, dann werdet ihr merken, dass in dieser Weltordnung Gott absolut keinen Platz mehr hat. Das ist krass. Noch mehr, es gibt auch Architekten dieser neuen Weltordnung. Und diese Menschen, die diese neue Weltordnung entwerfen und kreieren und auch in manchen spannenden Büchern nachzulesen sind, das sind Menschen, die offen Luzifer als ihren Gott bezeichnen. Aha, muss man mal drüber nachdenken. Das ist keine Kleinigkeit. Das heißt, wir gehen in eine Zeit hinein, wo wir sehen, das wird eine offene und massive Abkehr von Gott sein, wie sie nie in der Weltgeschichte so krass war.
Unruhen, Kriege und Katastrophen machen die Menschen gefügig. Das ist der Plan dahinter. Machen die Menschen gefügig, eine politische Lösung zu akzeptieren, in der sie bereitwillig ihre persönliche Freiheit eintauschen gegen angeblichen Frieden und Sicherheit. Das ist der Plan. Und das steht genauso in der Bibel. Die Bibel sagt, dass der letzte Weltenherrscher, der Antichristus, er wird sich legitimieren darin, dass er der Welt vermeintlich Frieden und Sicherheit anbietet. Und ihr Lieben, dazu muss die Welt erstmal in ein Chaos gestürzt werden, dass die Menschen ein Bedürfnis nach Frieden und Sicherheit haben. Glaubt mir, ich kann keinen von euch heute Abend mit einem Stück Brot verführen. Warum eigentlich nicht? Ihr seid alle satt, okay? Ihr habt alle ein gutes Mittagessen wahrscheinlich gehabt. Aber wenn ihr Hunger habt, dann werdet ihr laufen von Niederrosbach bis keine Ahnung wohin, um ein Stück Brot zu bekommen. Das ist die Strategie des Teufels. Und ich sage euch, die Menschen werden ihre Freiheit und ihre Bürgerrechte bereitwillig abgeben. Und sie sind schon dabei, die bereitwillig abzugeben, wenn man ihnen dafür Frieden und Sicherheit verspricht. Und das ist genau in der Bibel die Konzeption, die politische Agenda des letzten Weltdiktators. Ist euch dieser politische Prozess fremd? Oder könnt ihr irgendwas in unserer Zeit wieder entdecken? Ich schon. Also wir sehen deutlich, der Zug geht in die Richtung, wie die Heilige Schrift es uns zeigt. Vertiefen wir das weiter. Er wird geoffenbart werden und er heißt der Sohn des Verderbens und er widersteht allem und erhöht sich selber und er macht sich selber zu Gott. Und das möchte ich jetzt mit euch vertiefen. Dieser Antichristus, dieser Weltenherrscher, er wird nicht nur mit einer politischen Agenda kommen, er wird auch mit einer religiösen Agenda kommen, weil die Menschen haben ja ein religiöses Bedürfnis. Und das ist umso interessanter, als dass die Bibel beschreibt, dass dieser Weltenherrscher die Menschen verführt zu einer einheitlichen Anbetung einer und derselben Religion, in der alle Religionen zu einer Religion verschmelzen. Die Bestrebungen auch darin sind heute unzweifelhaft erkennbar. Es waren gerade erst die Tage, wo zum Beispiel hohe Vertreter aller Religionen wieder sich versammelt haben, um sich in irgendeiner Weise einig zu zeigen, an einem Ziel zu arbeiten. Interessant, nochmal Matthäus 24, Jesus hat gesagt, hütet euch wovor? Nicht vor den Katastrophen, vor Verführung. Das zweite ist Offenbarung 13. Und da wird dieser Herrscher, dieser Weltdiktator ganz deutlich beschrieben. Offenbarung 13, die Verse 16 bis 18, ich lese die. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Nun, ihr Lieben, sehr interessant, das finden wir schon im Prophet Daniel, noch an anderen Stellen der Schrift, dass die Heilige Schrift politische Reiche vergleicht mit Tieren. Das heißt, diese Tiere sind eigentlich wesenscharakteristisch für ein politisches Reich. Ich will euch ein Beispiel nennen, zum Beispiel das Römische Reich wurde verglichen mit einem Drachen, der alles gefressen und zerstampft hat, der einfach mit Härte und Brutalität sozusagen sein Imperium über die damalige Welt gebracht hat. Ja? Als ein Monster sozusagen. So war das auch damals. Und dieser letzte
antichristliche Weltenherrscher. Er wird auch mit einem Tier verglichen. Na, das wäre eine ganze Studie für sich, jetzt mal Offenbarung 13 sich anzuschauen, was für Eigenschaften dieses Tier hat und was es für politische und gesellschaftliche Konsequenzen hat. Aber das wird jetzt unser Thema definitiv sprengen. Aber ich möchte jetzt euch auf ein paar interessante Details aufmerksam machen. Und zwar der zweite Punkt, den können wir dort sehen. In dieser letzten Weltdiktatur erwartet man von jedem Einzelnen eine bedingungslose Loyalität, dargestellt durch die Annahme des Wahlzeichens. Und ihr Lieben, jetzt mal ernsthaft. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten alle an unsere Demokratie geglaubt und an eine angebliche Freiheit, von der manche sogar glaubten, die stünde uns zu. Und wisst ihr, ein wesentliches Merkmal der Demokratie war unsere Meinungsfreiheit. Und wenn Leute auf die Straße gegangen sind und wenn das noch für die verrücktesten Sachen war, dann war das positiv, weil das war Ausdruck unserer Demokratie, unserer Meinungsfreiheit und unserer Meinungsvielfalt. Habt ihr schon gemerkt, dass der Wind sich ändert? Dass wenn heute schon nur der Verdacht entsteht, dass Menschen auf die Straße gehen und Demokratie leben wollen und von ihrer Meinungsfreiheit und dem Recht der Meinungsfreiheit Gebrauch machen wollen, dann winkt man schon sicherheitshalber im Vorfeld. Ah, das sind antidemokratische Strömungen. Ha? Komisch, bisher war das alles gut und demokratisch. Jetzt sind Menschen, die in ihrer Freiheit leben wollen, die sind auf einmal nicht mehr demokratisch, sondern antidemokratisch. Komisch, oder? Also wir merken schon ganz deutlich, und ich glaube, Corona hat uns an vielen Stellen gezeigt, dass das Grundgesetz, das für jeden Bürger offensichtlich als unantastbar schien, überhaupt nicht so unantastbar ist. Und ich sage euch ganz klar, es wird da hinein münden. Die große Lösung aller Probleme wird nicht darin bestehen, dass man alle Meinungen jetzt in einer wunderschönen, demokratischen und pluralistischen Gesellschaft akzeptieren kann und möchte, sondern dass die Lösung nur dann funktioniert, wenn alle Menschen in ihrem Denken, in ihrer Meinung und Überzeugung gleichgeschaltet sind und alle mitspielen. Und wenn du nicht mitspielst, dann bist du direkt unsozial. Dann fällst du direkt durchs Raster, ist doch klar. Aber ihr Lieben, so funktioniert eben Diktatur. Und wir merken deutlich, die Entwicklung geht in diese Richtung. Drittens, und jetzt wird es ganz spannend, dieser letzte Weltendiktator, er wird die Fähigkeit haben, eine totale Kontrolle über jeden Menschen auszuüben. Er wird die Fähigkeit haben, zu entscheiden, ob du irgendwo auf dieser Welt etwas kaufen oder verkaufen kannst. Er wird über deinen Konsum denken, er wird über dein Leben absolut Bescheid wissen und es kontrollieren. Wenn wir nach China schauen, da kriegen wir einen leisen Vorgeschmack, wie das funktionieren kann. Ein Land, in dem es wimmelt von Kameras, wo jeder nur noch seine App hat und entweder ist die rot, gelb oder grün. Und nur wenn du einen grünen Button auf der App hast, dann darfst du dich frei bewegen. Und sobald du etwas tust, was nicht systemkonform ist, dann wird die gelb und rot und du darfst zu Hause bleiben. Das ist gar kein Problem. Noch etwas, aber wir kommen gleich dazu. Ich will mich vorweggreifen, ist noch einiges. Die Frage, die sich jetzt stellt, und das ist gerne, was ich deutlich machen möchte, dass wir begreifen, wo stehen wir heute und wo geht der Zug denn hin? Diese totale Kontrolle gelingt nur, wenn alle Abläufe in der Gesellschaft digitalisiert und ausreichend vernetzt sind. Glaub mir das. Will man die Kontrolle über dein Leben haben, was du verdienst, wo du was kaufst, was du liest, was du für Filme guckst, wen du besuchst, mit wem du Kontakt hast, wo du politisch stehst. Hey, man digitalisiert einfach alles. Und jeder weiß Bescheid, alles über dein Leben. Leute, glaub mir, je digitaler eine Gesellschaft wird, desto gläserner wird sie. Das ist doch klar. Alltagsangelegenheiten, Käufe, Behörden, Arzt und so weiter, sie werden alle digital verwaltet heute.
Bewegungsprofile. Je nachdem, wie du dein Handy eingeschaltet hast, kriegst du am Monatsende ein Bewegungsprofil geschickt. Das ist Google ganz offen. Guck mal, ich weiß genau, wo du überall gewesen bist letzten Monat. Aha. Finanzströme, Wirtschaftsleistung werden digital abgewickelt. Die Welt wird letztlich heute via Internet gestaltet. Ist doch so. Und jetzt schauen wir mal in die jüngste Vergangenheit rein in unsere glorreiche Corona-Epidemie. Und was hat diese Epidemie bewirkt? Was hat sie bewirkt? Wie kann ich mit dir am besten auf Abstand bleiben? Wenn ich auf keinen Fall mit dir rede, ich chatte am besten mit dir, okay? Weil über ein Handy kann man, da gibt es auch Viren im Handy, da gibt es ja dann auch einen Virenschutz, okay, aber das ist kein Corona. Also, ihr wisst, was ich meine. Das heißt also, Corona hat einen Meilenstein gesetzt, in dem die Digitalisierung der Gesellschaft einen Schub gemacht hat nach vorne. Ja, Homeoffice. Auf einmal konnten alle Firmen Homeoffice anbieten. Einkäufe am besten nur noch online. Da begegnest du ja keinen. Sitzungen, wie jetzt, musst du dich mit deinen Kollegen zusammensetzen. Viel zu gefährlich. Corona, Online-Sitzungen. Studium, Schule, online. Merken wir was? Die Gesellschaft wurde systematisch aus der Realität in die Digitalität verlagert. Und was ist die Folge? Natürlich vereinfacht das vieles, klar. Aber eine digitale Welt ist nicht nur eine einfache Welt, sondern sie ist vor allem eine gläserne Welt, eine kontrollierbare Welt. Ob wir es wollen oder nicht, aber die letzten Jahre unserer Pandemie haben uns diesem Ziel erheblich näher gebracht. Gehen wir weiter. Die Säulen der Macht sind die totale Kontrolle und die Manipulation. Das hatten wir schon. Schauen wir uns den nächsten Punkt an. Wenn wir ja alles digital haben wollen, weil ja alles sonst hochinfektiös ist, dann müssen wir natürlich dieses Netz ausbauen. Und genau das hat man auch gemacht. Jetzt wird es ganz spannend. Wir brauchen schnelles, mobiles Internet. 5G muss herbei. Wir müssen bis in das letzte Dorf Glasfaserkabel. Natürlich, sonst kann man die Datenfülle, um uns letztlich einen guten Service anbieten zu können oder uns zu kontrollieren. Das darf man aber nicht so laut sagen. Es geht ja nicht, weil es sind ja unendlich viele Daten, die da zusammenlaufen. Und vor allem, wir brauchen sogar Internet aus dem Weltall. Und es gibt ein Megaprojekt von Tesla. SpaceX heißt das. Und Leute, es ist unfassbar, was da passiert. Man hat, um die ganze Welt wirklich mit Internet zu erfassen, zu vernetzen, nicht in einem Netzwerk, sondern in einem Spinnennetz, wenn man das englische Wort mal wörtlich übersetzt, vom Weltall aus. Und dazu hat man bis heute 2453 Satelliten in den Umlauf gebracht. Von Tesla, von SpaceX, kann man manchmal gut sehen, wenn plötzlich so eine lange Perlenkette über den Himmel läuft, kann man diese Satelliten sehen. Ich habe sie auch schon gesehen. Und jetzt kommt es noch Ärger, dass wir sagen, wow, das ist ja schon ein Riesenprojekt. Bis zum Jahr 27 sollen das knapp 12.000 Satelliten sein, die die ganze Welt wie ein Netz unter Kontrolle halten. Wow, vom Weltall aus. Das ist schon erheblich. Und was ich jetzt die Tage gelesen habe, 12.000 Satelliten, die reichen nicht mal aus, die Welt zu kontrollieren. Es liegt ein Antrag von Tesla vor, die Anzahl auf sage und schreibe 30.000 Satelliten zu erhöhen. Aber nur, weil man uns das Beste will, glaubt mir das. Nur damit wir auf jeden Fall bis in den letzten Kellerwinkel hinein immer volles Netz haben und alles schön über unsere Handys und über das Internet abwickeln können. Okay? Willkommen in einer wunderschönen, zu 100% kontrollierbaren digitalen Welt. Und genau dieses Szenario hat die Bibel vor 2000 Jahren angekündigt.
und hat uns davor gewarnt und hat gesagt, am Ende der Tage wird diese totale Kontrolle alle Probleme der Welt lösen. Kann man doch gut schon absehen, dass es dahin geht. In einer neuen digitalen und vernetzten Welt wird natürlich dann auch der Ruf nach einer sicheren Identifizierung lauter. Das ist ja dann die mittelschwere Katastrophe. Weißt du, dich kann man ja in der echten Welt nicht klonen. Also, wer meine Identität jetzt klauen will und was anderes mit mir machen will, der hat es schon schwer. Aber deine digitale Identität, die kann man klauen. Und dann kann man natürlich in deinem Namen ganz viel Unfug machen. Also brauchen wir auf jeden Fall hier eine sichere Identifizierung. Und das ist schon interessant. Da gibt es mehrere Lösungsansätze, aber ein wesentlicher Ansatz, der viel diskutiert wird und auch von vielen Menschen favorisiert wird, ist, dass man zum Beispiel dann die Menschen versieht mit einem sogenannten RFID-Chip. Das muss nicht das Szenario von Offenbarung 13 erfüllen. Ich sage das ganz klar. Ich möchte, dass es nicht falsch verstanden wird. Ich sage nicht, dass der RFID-Chip, der geplant ist und der angedacht ist, das Malzeichen des Tieres sein wird. Aber ich sage, dass dieser RFID-Chip, der angedacht ist, durchaus technologisch die Voraussetzungen erfüllt, dass er das Malzeichen sein kann. Ob es das am Ende ist, das wäre wilde Spekulation und unseriös. Und das möchte ich nicht. Aber ich wollte nur damit sagen, wir sind technologisch heute da angekommen, wo das, was der Geist Gottes in Offenbarung 13 den Menschen vorhergesagt hat, die Fähigkeit, dich an jedem Ort komplett zu kontrollieren, dass diese Fähigkeit heute definitiv am Start ist. Es kann sich erfüllen, wenn der richtige Mann sich dieser Technologie in diesem Sinne bedienen würde. Okay? Das heißt, ob du durch eine Tür gehst, ob du Zahlungen abwickelst, ob du beim Arzt bist, das ist egal. Dir kann nichts mehr passieren. Dein Chip identifiziert dich eindeutig und zweifelsfrei. Pass auf, da passiert gleich was. Und genau, und deshalb... Auch hier sehen wir, die Technologie bereitet ganz aktuell das Szenario vor. Aber noch etwas. Wir brauchen auf keinen Fall etwas. Es gibt etwas, das ganz, ganz stark im Weg steht einer totalen Kontrolle. Und das ist unser Geld. Wie hat ein Politiker gesagt, Bargeld, das ist das Blut in den Adern der Kriminellen. Ja klar, hast du kein Bedürfnis nach Sicherheit. Stell dir mal vor, man jubelt dir einen falschen Geldschein unter. Leute, auch hier merken wir, die Menschen geben ihre Freiheit auf, um Sicherheit zu bekommen. Und die Sache läuft. Das ist die bekannte Christine Lagarde, sie ist die Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Und es ist nicht nur die Europäische Zentralbank, auch die Amis, auch die Chinesen, die ganze Welt arbeitet mit Hochdruck an einer rein digitalen Währung. Und das ist nicht einfach eine EC-Karte oder eine Kreditkarte oder so, sondern das Besondere ist, dass dieses Geld andersartig ist. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch darauf hinweisen, diese Dame hier, sie ist überzeugte Vertreterin einer, erinnert euch an den Begriff, neuen Weltordnung. Sie arbeitet aktiv daran, die Voraussetzung zu dieser neuen Weltordnung zu gestalten. Und was heißt das? Der digitale Euro heißt, dass jeder Einzelne seine Finanzströme nicht mehr über ein lokales Geldinstitut abwickelt, sondern dass jeder ein Konto hat auf der EZB, auf der Zentralbank. Das heißt, alle Geldströme, alle Wirtschaftsleistungen, jedes Päckchen Kaugummi, das du kaufst oder auch nicht kaufst, wird am Ende zentral zusammenlaufen bei der EZB. Aha, das ist aber bemerkenswert. Und jetzt wird es noch interessanter. Schau mal, wenn du bei deiner Hausbank einen Kredit haben möchtest, dann schau die, ach, der arbeitet da bei dem und dem,
das läuft, ja, ist schon so lange da und Mitarbeiter XY kennt dich vielleicht noch persönlich und dann gibt es eine Bonitätsprüfung und dann kriegst du auch den Kredit. Aber die EZB kennt dich doch gar nicht, oder? Wisst ihr, wo die EZB ihre Bonität hernehmen möchte? Auch das ist schon klar fixiert. Schau doch mal. Microsoft, Google, Amazon. Ach, deshalb brauchen wir diese großen Konzerne. Jetzt stell dir mal vor, jeder würde woanders wieder noch einkaufen. Na, lass uns das mal ein bisschen zusammenführen. Dann ist die Kontrolle eigentlich viel einfacher. Und die EZB sagt, wir kooperieren mit den großen Internetkonzernen, mit den Softwarekonzernen. Wenn jemand weiß, wer du bist, dann ist das Google und dann ist das Amazon. Die wissen selbst, welche Unterwäsche du trägst, ob du das wissen willst oder nicht. Merken wir was? Das heißt ganz klar, sollen die Informationsströme zusammengeführt werden und das Ganze gekoppelt werden an ein gigantisches digitales Finanzsystem. Ich möchte mir nicht ausmalen, wo das am Ende endet. Merken wir was, wo es hingeht? Hat die Bibel am Ende möglicherweise doch recht? Ich glaube schon. Ihr Lieben, ich komme zum Ende. Es zeichnet sich deutlicher denn je ab, dass die noch ausstehenden prophetischen Aussagen der Bibel sich ebenfalls genauso präzise erfüllen werden, wie alles andere sich auch erfüllt hat. Und diese Tatsache, ihr Lieben, soll und muss uns heute, hier und jetzt geistlich hell wach machen. Die soll und muss uns, die wir Christen sind, auf unseren Platz stellen. Die sollen dich, der du vielleicht noch keine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus hast, der du vielleicht bis heute an der Bibel vorbeigelebt hast und nicht wirklich gefragt hast, was steht eigentlich in der Bibel, was will Gott eigentlich von mir? Dass wir heute anfangen, genau danach zu fragen, was will eigentlich Gott mit meinem Leben? Wie stehe ich eigentlich vor dem Herrn Jesus Christus, wenn am Ende dieses Szenarios nicht der Weltendiktator steht, nicht eine neue Weltordnung steht, sondern Jesus Christus steht? Wie Hiob gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als Letzter wird er auf dieser Erde stehen. Das ist die Tatsache. Und das Resümee dessen, was wir hier gesehen haben, ist die Tatsache, Jesus Christus wird wiederkommen. Und er wird diesem Chaos und dieser Gottlosigkeit ein Ende setzen. Er wird die Menschen zur Rechenschaft ziehen, was sie gelebt, getan und gedacht haben. Und dann ist die zentrale Frage, wo stehe ich dann? Was wiegt mein Leben im Licht der Ewigkeit? Die Bibel, die kennt eine bemerkenswerte Geschichte von einem sehr erfolgreichen König. Der war reich, der lebte in Saus und Braus, der feierte Feste wie kein anderer. Und eines Tages, als dieser Mann, Belsazar hieß dieser babylonische König, in Trunkenheit und im Überfluss in Saus und Braus lebte, da sagte er, ich will mal die Gefäße aus Gottes Tempel mal auf meine Party holen. Und dann ließ er alle die goldenen Gefäße, die sein Vater aus dem Tempel als Beute nach Babylon gebracht hatte, alle holen. Und dann hat er aus diesen heiligen Gefäßen getrunken, gesoffen. Und er wollte damit sagen, wir sind größer als Gott. Wir definieren uns unsere Welt selber. Im Grunde passiert heute in unserer Gesellschaft nichts anderes. Der Mensch macht sich selbst zu Gott. Das ist das Grundideal jedes humanistischen Denkens. Der Mensch ist selber das Maß aller Dinge. Und dann passiert etwas an dieser gewaltigen Party in diesem Palast. Plötzlich erscheint, ganz ohne Beamer, gab es damals nicht, von Gottes Hand geschrieben, eine Schrift, die keiner lesen konnte, keiner. Und dieser König ist verzweifelt und man erinnert sich, dass es einen Mann gibt, der eine tiefe Beziehung zu dem lebendigen Gott hat. Dieser Mann hieß Daniel und er ließ diesen Mann holen und er übersetzte ihm das, was Gott auf dieser Feier an die Wand geschrieben hatte. Und wisst ihr, was da stand? Da stand, du bist
auf Gottes Waage gewogen, okay, und zu leicht erfunden. Ihr Lieben, von all diesem gewaltigen und erfolgreichen und von Reichtum und Prunk geprägten Leben war im Licht der Ewigkeit was übrig? Überhaupt nichts. Null. Zu leicht. Du bist verloren. Du hast dich im Preis deiner Seele geirrt. Und ihr Lieben, ich sage es mal ganz klar. Die Bibel sagt, liebet nicht die Welt. 1. Johannes 2. Noch was in dieser Welt ist. Denn, und jetzt kommt die entscheidende Begründung, die Welt vergeht mit all ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und jeder, der heute hier sitzt, der entscheidet ganz alleine für sein Leben, wo er die Prioritäten setzt. Du entscheidest, für welche Welt du lebst. Für eine Welt, die untergeht, oder für eine Welt, die bleibt. Das entscheidet jeder Mensch. Am Ende wird es im Himmel und auch in der Hölle, sorry, dass ich das so plakativ und schwarz und weiß sage, nur Freiwillige geben. Jeder Mensch entscheidet selber, wie er die Weichen seines Lebens stellt. Und darum, ihr Lieben, möchte ich uns am Schluss mit einem Gotteswort einladen aus 2. Petrus. Damit ihr gedenkt, der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte. Habt ihr es gehört? Denkt an die Worte, die die Propheten geschrieben haben. Vergesst nicht, was Gott heute, die Tage und immer wieder neu uns vor die Herzen stellt. Und das Gebot des Herrn und Heilandes durch eure Apostel, indem ihr zuerst wisset, dass in den letzten Tagen Spötter und Spöttereien kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Die sagen, wieso? Hat sich doch nichts verändert? Wir haben alles im Griff, wir haben alles in der Hand. Das sind die Töne heute in unserer Gesellschaft. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißiget euch ohne Flecken und tadellos vor ihm erfunden zu werden in Frieden. Ihr Lieben, im Klartext heißt es ganz klar, lebe so, dass du mit jedem Augenblick vor Gottes Thron erscheinen kannst und Rechenschaft ablegen kannst für dein Leben. Lebe so, dass du weißt, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Lebe für das, was sein wird. Lebe im Glauben an das unzerbrüchliche und ewige Wort Gottes. Lebe in einer persönlichen Glaubensbeziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Und dann haben wir Hoffnung und Zukunft. Und dann müssen uns diese Szenarien, über die wir jetzt nachgedacht haben und die heute näher an uns herangekommen sind denn je, die müssen uns nicht erschrecken und keine Angst machen, sondern wir dürfen auch in diesen Szenarien, wie der Sahan am Anfang gesagt hat, im Vertrauen und im Glauben Frieden haben und fest sein, weil wir wissen, wir haben einen Gott, der größer ist. Der Jesus hat gesagt, in der Welt, da habt ihr Drangsal, da habt ihr Angst. Aber er sagt, seid gutes Mutes, denn ich habe die Welt überwunden. Und ich wünsche jedem von uns, dass er in so einer tiefen und persönlichen Glaubensbeziehung zu dem stehen darf, der die Welt überwunden hat und der als Letzter stehen wird, als der Sieger, der am Kreuz von Golgatha für meine Schuld, für mich gestorben ist, der auferstanden ist, der lebt und der wiederkommen wird. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen. Jetzt ist ein bisschen länger geworden. Ihr habt gesehen, war viel Material, aber ich hoffe, es war euch nicht zu lang.